Ihr habt alle drauf gewartet, meine Freunde. Es ist mal wieder soweit. Der YouTuber Z-Max hat eine Ansage an mich veröffentlicht. Ansage an Revinzeit. Das Video hat ganze 44.000 Aufrufe gemacht. Dem jungen Mann helfen wir jetzt an der Stelle erstmal hier nochmal über die 100.000 Views zu kommen. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein, wie sehr da die Ansage an mich aggressiv reinzündet, Chat. Im besten Falle mache ich mal... Ich bin gespannt. Ich habe mich in dem Video relativ neutral verhalten. Schauen wir mal ganz kurz, was da jetzt auf uns wartet. Let's go. Es gibt mal wieder kein geiles Video heute, deshalb nehmen wir einfach die Reaction auf die Ansage auf. Z-Max, danke für den Free Content. Gonna die. Leute, was geht? Ich habe Z-Max in der Suchleiste eingegeben und dann habe ich gesehen, dass unser zweitbester Freund nach iCrimex, der gute Revi, auf mein Video reagiert hat. Fucking Cap. I call fucking Cap, man. Because er hat auf meine Kommentare unter dem Video sogar geantwortet. Er wusste, dass ich die Reaction mache. Also erstmal einen auf von wegen, ah, bruv, ich habe dies und das gemacht. Na, not like this, bro, not like this. Erstmal wusstest du, dass ich dieses Video mache. Wahrscheinlich irgendeine gestellte negative Reaktion. Der hat White Mode drin. Wir schauen uns jetzt die ganze Geschichte an und werden seine Argumente entkräften. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen... Let's go. Ihr schreibt die ganze Zeit, dass Z-Max irgendein neues Video gemacht hat. Spanische Frauen bewerten Z-Max und... Es ist Content. Er riecht Klicks. Was geht? Wir sind jetzt in der Barcelona Innenstadt, wie man sieht. Nicer Drip, Bro. Chillig. Der Schnurrbart steht dir extrem gut, Mann. Danke, Mann. Nice gefärbte Haare feiere ich auch. Also, Leute. Chillig, Mann. Also, ich bin jetzt mit den ersten. Bis jetzt war noch keine Ansage da. Ich frage sie jetzt erstmal, wie alt sie sind, wie sie heißen und ja. What a way to dank, bro. Leute, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie eine Straßenfrage gemacht. Ich habe noch nie ein Mikrofon benutzt. Ich war voll verwirrt. Ich war so wie... Chat, do your thing. Ja, Chat. This is what I like, Chat. Wie er sich jetzt fühlt, so war ich auch. Ich war so, was mache ich hier eigentlich? Es ist wirklich komplett ungewohnt. Wir haben danach ja auch noch die Straßenumfrage aufgenommen. Auf was stehen die Girls hier in Spanien? Ja. Auf Englisch. Das war ganz, ganz Katastrophe. Ich stand hinter der Kamera. Ja, es war echt lustig. Das Video wird wahrscheinlich auch noch kommen. Aber ja. Au. Warum, Ellie? I would ask you, how old are you, what's your name, and like, personal stuff. Okay, wo ist bis jetzt die Ansage? I'm Sophia, I'm 28 years old. Ich warte auf die Ansage. I'm Lenore, I'm 29. And she's Marisa, and she's 27. Okay. Was denkst du, jetzt so als meine Freundin, welche von den dreien ich optisch am attraktivsten finde? Moment mal. Bin ich hier wieder Moment mal, Chat. Kann es sein, dass hier keine Ansage kommt in dem Video? Wir machen das jetzt zusammen durch. Merlin auf in den Chat zu schreiben. Oh, fuck, Mann. Mit dem schwarzen Kleid. Ja. Not like the 18-year-old. Leute, mein Englisch ist nicht das Beste. Okay, perfect. So, perfect. I search for woman like you. Ich verstehe. So, the first boy. Wann kommt denn hier eine Ansage? Das ist gut geworden. Wann kommt die Ansage, Bro? Das waren halt die ersten Girls. Come on, Bro, gib mir die Ansage. Sehr smart doch von ihm, seine Facecam über meine Facecam zu packen für eine Reaction, Bro. Five Head Move. Sie ist blond, sie hat sie sich ausgesucht. Nein, Oh nee, jetzt ist unsere Facecam über seiner Facecam. Hat nur 4 Minuten gebraucht. Mann, komplett nervig, diese Reactions. Ich sag's euch, Freunde. Leben als YouTuber ist hart. Absolut hart, Bro. Max hat sie sich ausgesucht, okay? Sie sieht auch sehr, also sieht so aus, als würde sie sich wohlfühlen. Welchen Art von Mann-Typ sie bevorzugt? Wir haben sie gezwungen. What the fuck, Bro? Jetzt im Nachhinein das zu sehen, ist schon echt lustig. Aber das Ding ist, die achten halt wirklich auf jede Kleinigkeit, beziehungsweise er. Ja. Und das ist die erste Umfrage, die wir jemals gemacht haben, Mann. Bro, ich bin Deutscher, ich achte auf jede Kleinigkeit. So, es ist ein bisschen unangenehm, findet ihr nicht auch? Ich finde irgendwie das Video... Irgendwie aber wieso? Ein bisschen unangenehm. Hä, wieso? Bei anderen sind... Achtung, jetzt geht's los. Straßenfragen, okay, aber Hauptsache, wir machen das, es ist unangenehm. So, hä? Und Leute, das jetzt ist kommt einfach sie. Der Achtung. Beweis dafür, dass egal... Achtung, Postchamp. Egal, was wir machen, dass man mit einer Lupe schaut. Ich meine, wir sind... nicht Engel. Wir machen auch manchmal Sachen, die sind nicht okay. Wir sagen Sachen, die sind nicht okay. Mhm. Aber wer macht das nicht? Welcher YouTuber macht das nicht? Und
So, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich bin fehlerfrei. Ja, ich bin fehlerfrei, unantastbar und eine absolut geile, göttlich hergeleitete Gestalt. Ich bin einfach unantastbar. Ich bin perfekt. Ich bin perfekt, Mann. Ich bin fucking... Ich bin... Ja! Ich bin perfekt! Oder schlechteren Ruf hast, wird alles, was du machst, kommentiert. Da wird ein Wort 10.000 Mal rumgedreht, um das schlecht zu reden. Und allein schon so, so schwer, überhaupt Girls zu finden, hey, die da mitmachen. Wieso hängt sie sich jetzt so darauf auf? Ich habe gesagt, ich finde das Video ein bisschen unangenehm. Sie schreibt direkt dreiteilige Herr-der-Ringe-Buch. Mann, ich habe doch nur gesagt, dass ich das Video unangenehm finde, Mann. Schieb doch nicht so einen Film! Also Leute, wir haben jetzt... Mann. Jetzt die nächsten zwei Girls gefunden. Ich frag sie jetzt erstmal, wie alt sie sind. Ich so schreien immer. How old are you? Z-Max kann das richtig gut mit Humor, aber Ellie hasst mich, glaube ich, Loki. Guck mal, sie guckt so richtig böse. Sie mag das gar nicht, wenn ich Kritik übe. 18. Sie ist super sauer, sie ist richtig sauer. Ey, ich finde das Format, was sie da gemacht haben, to be honest, fand ich das nice so. Ich fand's cool, weil sie mal was Neues gemacht haben und rausgegangen sind so. Und es ist low-key ein bisschen unangenehm, aber das finde ich nicht schlimm. Es ist still unterhaltend so. Da hatte sie mir auch gar keinen Bock mehr zu übersetzen. Er hat es einfach sein gelassen, hat gemerkt, wie aufwendig das ist. Ja. Ja, ich dachte mir so, okay, bei den ersten beiden Personen habt ihr schon genug gecheckt von Englisch. Ehrlich, ist einfach so, ehrlich. Gar keinen Bock mehr, jetzt 5 Stunden ist einfach ehrlich. Zu schneiden. First boy? Digga, Z-Max denkt, er ist fucking undercover. er hat einen Pullover an. Er hat einen Pullover an, er hatte Maske an und die haben ihn trotzdem erkannt. Auf dem drauf steht, ich bin Z-Max. It doesn't matter. You can hurt his feelings. It's no problem. Mann, das Ergebnis überrascht hier aber wirklich, dass in Z-Max-Videos Z-Max gewinnt. Das überrascht mich bis dato wirklich. Okay, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Nein, aber sind wir. Oh, sie ist richtig getriggert davon. Sie ist richtig getriggert. Sie ist so getriggert, Mann. Ich bin mal ehrlich, so, ich würde es auch ein bisschen komisch finden. Aber Z-Max hat sogar Verständnis. Mann, ich glaube, Ellie hasst mich einfach. Holy shit. Was sagt ihr zu Boxkampf? Nein, Spaß. So sollten wir euch anlügen, so. Es juckt mich doch nicht, was irgendwelche random Girls über mich denken. Ja. So. Hä, er hat eine Freundin. Ja. Yeah. Why? Third one. Yes. Okay, perfect. Boah, sieh mal, Straßenfrage cringe ja anders rein, Digga. Oh, Digga, mich schüttelt am ganzen Körper. Das hat schon wieder so gespielt und unnötig. Nee, das ist nicht gespielt. Ich fand's wirklich low-key unangenehm. Aber unangenehm sind meine Vlogs genauso. Und trotzdem sind sie unterhaltsam. Wisst ihr, was ich meine? Unangenehm ist nicht immer schlecht. Cringe ist nicht immer schlecht. Cringe ist sogar ein Mittel. Digga, wer ist über cringe? Ja, ich bin über cringe, Mann. Mein ganzer Kanal basiert auf cringe. What the fuck, Mann? Das wäre so geil. No joke, spanische Untertitel jetzt. Wir sind aus Berlin. Ich bin Elfie. Z-Max findet das lustig. Ellie überlegt gerade, ob das ein Angriff war. Okay, und wie alt seid ihr? Wir sind 18 Jahre. Beide? Ja. Okay, perfekt. Nein, wir sind 18 Jahre. Beide? Nein, die andere ist 32. Aber ich habe trotzdem gesagt, dass wir 18 Jahre sind. Oh mein Gott. Und das ist das. Alles auf die Goldwaage legen. Alles nochmal umdrehen, um... gestellt lustig zu sein. Nein, ich finde es einfach funny, wie sie dann so Kleinigkeiten, no joke, das ist doch f***ing funny, Mann. Das ist doch f***ing funny, wenn da so eine Kleinigkeit ist, die so keinen Sinn macht, dass man darüber so ein bisschen rumjoked. Wieso bist du so mad, Ellie? Aber guck mal, ich gebe ihm ja auch free Content, Das Bildchen finde ich, ist doch no funny, front, Mann. Aber das hat so ein bisschen Fahndungsfoto-Vibe. Ich weiß nicht warum, der lächelt ja einfach so. Ja, aber ihr könnt Z-Max hat richtig Spaß bei meinem Video. No joke, das freut mich übertrieben. Mann, so überraschend, dass es 4-0 steht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich fand's aber selber auch überraschend. Ja, ich fand's auch überraschend. Wir haben am Ende legit no front an iCrimex. Wir haben wirklich nach Girls gesucht, weil ich zu ihm gesagt habe, boah, wenn das wirklich 6-0 ausgeht, dann denken die Leute, wir haben das gefaked. Ja, ist so. Doch entspannt. Deswegen ist waren wir so extra. Es ist doch nur ein Fun-Video, als ob iCrimex butthurt ist und ich wirklich ernst meine, dass ihr die Scheiße gerickt habt. Nein, what the. Ja, also ihr steht eher so auf was Außergewöhnlicheres und nicht so Schwiegermama. Genau. Wie talkt den... Mann, wieso trash-talken die ganze Zeit iCrime? Was soll ich? Das war echt nicht gut. Mann, die sagen so, ich steht immer was Außergewöhnliches. Hä, ja. Aber Schwiegermama-Typ ist doch gar nicht was Schlimmes. Ja, aber wenn du sagst, der sieht überlangweilig aus und ist so ein Schwiegermama geil und er ist so ein Badass, also das hat schon eine Negativimplikation. Sorry an der Stelle. Aber es ist immer noch keine Ansage. Ja. Es ist keine Ansage. Girl gefunden, was iCrimex so nice fand. Also, ich soll jetzt tot umfallen. Ich soll jetzt tot umfallen. Ich soll meine ganzen Familienmitglieder verlieren, wenn ich jetzt da in diesem Moment nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich soll jetzt... Mann, chill doch, Mann. Es war ein Joke. Es war ein fucking Joke. Why are you falling for it? Was ist denn los, Mann? Ich hab doch... Ich fand's halt nur funny. Ich fand's doch nur funny. Was ist das? Jetzt
wird umfallen. Ich soll jetzt eine Krankheit bekommen. Meine Oma und mein Dad. Oh, übertreib! Übertreib doch nicht, Mann! Was hat deine Familie damit zu tun? Geh doch nicht auf Familie! Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sollen jetzt verrecken, wenn ich nicht die Wahrheit habe. Ja, und wenn dieses Video gefaked ist, soll jetzt aus Weltall ein Asteroid kommen, genau hier in dieses Zimmer nur, genau da, wo wir gerade die Reaction aufnehmen, auf uns. Und wenn ich lüge, dann soll ich heute noch sterben. Ja. Was ist hier los? Bro, how did we get here? Auf einmal sagt sie, bei Gott, ich soll tot umfallen, meine ganze Familie. Ey, ich hab doch nur gesagt, ich mach mich ein bisschen darüber lustig, dass es fucking funny ist, dass es so ausgegangen ist. Ich hab doch nie impliziert und gesagt, Mann. Aber ich find's ein... Guck mal, das ist ein blöder Zufall. Sie will ihn nicht bevorzugen. Also, die größere, weißt du? Ich sehe das, weil er kann nicht darum, ich frag mal. Ehrenmann. Hey, jetzt hört auf, Ellie hier zu beleidigen, Chat. Es wird hier jeder gefucking timeoutet und gebannt, Alter. Mir scheißegal, ob ihr Mods oder ob es... Weg, sofort wegbannen. Okay, ich glaube, da kommt die Ansage. Was hat Max denn gemacht? Lass doch mal Crymax in Ruhe. Und oh, ist die sauer. Achtung, sie ist sehr, sehr sauer. Jetzt brauchen wir ganz kurz... Ich mach's dir einfach, Julius, damit du später keine Musik drunter legen musst im Videoschnitt. Achtung. Wieso bist du seine Mami, dass du gibst du ihm nach dem Video deine Brust, damit du ihn stillen kannst, oder warum nimmst du das so persönlich? Gell, mich nimmt doch auch keiner in Schutz, Mann. Ja, ist echt Trimax auch, lasst alle Maxis in Ruhe. Okay, alles klar, danke dafür, Ellie. Ellie klärt auf Erich für euch Insta. German boy. Was? Was passiert? Aber wo ist jetzt meine Ansage? We can promote you because the German boys are a little bit horny. Guck mal, im Endeffekt können wir doch alle über uns lachen. What the fuck, Mann? Video. Ach du Scheiße, Bro. Wieso kreit der? Sieh mich, Bro. Ihr habt vergessen, hier mit dem Mikro aufzunehmen. Guck mal, ihr merkt doch selber, wie funny dieses Video ist. Es ist doch schon funny and lost, oder? Da wir an der Cam kein Mikro hatten. Oh nein, jetzt haben wir mit dem Mikro aufgenommen. Jetzt ist es wahrscheinlich auch gefaked. Sie hat eigentlich für iCrimex gestimmt, ne? Anyways, die hat auch für mich gestimmt, ja. Auf jeden Fall. Guck mal, das merkt man doch, dass das ein fucking Joke ist. Sie merkt dann schon. Wo ist meine Ansage? Chilliges Video, Digga. So chillig, Bro. So ein chilliges Video, Mann. Oh mein Gott, C-Max. Mach noch mehr von diesen so geilen Videos. Ich feier das richtig, Digga. Also für mich. Guck mal, mich kann man doch nicht ernst nehmen. Also ich sag's, wie es ist. Ich freue mich darauf, wenn mehr solche Videos kommen. Aber an der Stelle, C-Max, und das muss ich jetzt nochmal hier sagen. So, das muss ich ganz kurz jetzt hier nochmal klar machen. Eine Respektschelle, weil wenn du Ansage schreibst, dann machst du auch eine Ansage und nicht irgendwie eine Reaction. Alles klar an der Stelle. So nämlich. Danke, auf Wiedersehen und ciao.